Jan, hast du eigentlich schon gehört, das Dufthaus Dior Pocketier hat einen neuen Duft veröffentlicht? Das ist ein Hinweis, den ich vor kurzem bekommen habe. Und heute möchte ich dir genau aus diesem Anlass mal den Skandal in der Absolue-Version vorstellen, der vor kurzer Zeit erst rausgekommen ist, auf den ich schon an vielen Stellen hingewiesen wurde und nach meiner Meinung gefragt wurde. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan und vor einiger Zeit, auch eins meiner ersten YouTube-Videos, habe ich den originalen Skandal vorgeschaut. Schau doch mal gerne rein. Wirklich eine Zeitreise nach damals. Ich glaube, die Videos wurden noch mit dem Handy aufgenommen. Fand den Duft ja damals irgendwie so okay, sage ich mal, aber ich habe ihn auch irgendwann verkauft, weil ich ihn eigentlich ja selber nie getragen habe, nie empfohlen habe. War okay, aber naja, halt auch nur Mittelmaß irgendwie. Und jetzt der Skandal Absolue hat ja wirklich sehr gute Bewertungen abbekommen und nicht ohne Grund wurde ich deswegen gefragt, Jan, was hältst du von dem als durchaus auch Kritiker der Reihe? Was ist deine Meinung zu dem? Und heute möchte ich mal genau das wiedergeben. Anfangen natürlich wie immer bei dem Flakon, bei der Verpackung. Wir haben hier natürlich das typische Skandalflakon, aber mit einem leichten goldenen Farbverlauf und ich finde diesen Effekt, vielleicht sieht man das auch so ein bisschen in der Kamera, ist echt schön. Es sieht so ein bisschen magisch aus, eben es ist so ein leichter Übergang und man sieht so je nach Winkel ein bisschen mehr von diesem Gold, ein bisschen mehr von dem Inhalt, der ja auch gold gefärbt ist. Und das finde ich so all in all eigentlich ziemlich cool und einen schönen Marketing-Gag irgendwie, da dieses Flakon so ein bisschen abzuändern, aber trotzdem bei den originalen Roots zu bleiben. Und das finde ich wirklich gut. Der Sprühkopf ist natürlich auch keine Überraschung, relativ nah an dem originalen Skandal. Sprühkopf, allgemein Dior Pocketier hat sehr gute Sprühköpfe. Das haben wir auch hier in meinen Augen auf jeden Fall im Designer-Segment eher im oberen Bereich. Jetzt möchte ich aber weitermachen bei der Duftrezension. Du hast ja gerade gesehen, ich habe diesen Duft zweimal aufgesprüht und möchte dir jetzt einen Eindruck geben, wie die Kopfnote davon so riecht. Und am Anfang riecht man auch schon sofort die Skandal-DNA mit raus. Ohne Frage, das ist ein Dior Pocketier Skandal. Und wenn du die originale Reihe nicht magst, wirst du den hier auch nicht mögen. Wenn du sie magst, wirst du den auch mögen. So, das ist, glaube ich, so die positive Nachricht, die man am Anfang schon mal sagen kann. Er erinnert eben sehr, sehr stark an das Originale. Was mir hier aber auffällt, er ist sehr viel fruchtiger. Es steht hier in der Duftpyramide mit drin, dass hier Mirabelle mit drin sein soll. Ich bin ganz ehrlich mit dir, no way. Also es riecht fruchtig, es riecht süßer und es riecht eben ein bisschen, ja, vielleicht sommerlicher, frischer irgendwie. Aber jetzt eine Duftnote daraus zu erkennen, weiß ich nicht. Also das ist auf jeden Fall ein Duft, der extrem synthetisch ist. Er riecht durch die Fruchtigkeit ein bisschen weniger synthetisch, ein bisschen feiner, ein bisschen austarierter, ein bisschen runder, sage ich mal, als das Originale. Aber die geben sich da jetzt nicht viel. Das ist halt immer noch ein typischer, gourmandiger, süßer, würziger Duft, wie er auch der Originale ist. Spannend ist aber hier, ich habe es ja gerade schon erwähnt, die leichte Süße, die hier mit drin ist. Es wird ja auch gesagt Honig. Ich würde sagen, es gibt hier vielleicht so ein leichtes, falsches Bild ab. Es ist jetzt keine Honignote, wie jetzt zum Beispiel aus dem Naxos oder sowas oder aus dem Le Male Elixir, wie ich sie persönlich daraus gerochen habe. Viele haben ja auch gesagt, dass sie das gar nicht daraus riechen, sondern es ist einfach eine stärkere Süße, diese typische, also es ist klebriger, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das geht in die Naxos-Richtung. Das heißt, für alle Naxos-Fans, also natürlich, ihr könnt euch den anschauen, vielleicht wird er euch auch gefallen, aber es ist jetzt kein Naxos 2.0 oder sowas. Auf der anderen Seite fällt mir hier aber eine Duftnote auf, die so gar nicht gelistet wurde, das ist nämlich der Zimt. Und am Anfang wurde der Duft immer so ein bisschen mit dem Angel's Share von Killian verglichen und wobei man natürlich sagen muss, dass diese beiden Düfte eigentlich kaum Gemeinsamkeiten haben. Also natürlich süß, würzig, zimtig irgendwie, aber so vom Duftkern wirklich weit entfernt, muss man sagen, dass ich glaube, dass auch für Killian-Fans dieser Duft was sein könnte, also für Angel's Share-Fans, weil er auch diese Zimtigkeit aufgreift, ziemlich nah aufgreift und er schafft auch so diese Würze zusammen mit dem Honig da, mit dieser schönen Süße irgendwie und er ist ein, ich sag mal, vanilligerer Duft, ein lavendeligerer Duft, ein bisschen ein runderer Duft. Der Angel's Share hat ja durchaus so ein bisschen Höhen und Tiefen irgendwo. Der hier ist einfach sehr viel dichter, runder, fester, kerniger irgendwo auch. Aber er schafft es eben durch die Zimtigkeit so ein bisschen so was Spannendes reinzubringen. Ne? Und so auch eine Würze. Ne? Und das finde ich wirklich schön gemacht an dem Duft. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das, wo ich sagen würde, gerade im Duftverlauf, wenn wir uns in den Punkt jetzt begeben, fällt mir wirklich auf, es ist eine spannendere Variante von dem Skandal. Auch muss man sagen, wenn man sich den Skandal Parfum zum Beispiel anschaut, der war ja relativ nah an dem originalen Eau de Toilette, muss ich einfach sagen, dass die Absolue-Variante hier auf jeden Fall mein Favorit ist. Er ist eben am ja, spannendsten, vielfältigsten, hat viel mehr Tiefe drin, die Haltbarkeit ist ein bisschen intensiver und ein bisschen, ich will nicht sagen, einen einzigartigeren Kern, das hat er nämlich nicht, aber er ist einfach,
Ja, er ist mehr. So, und das finde ich an diesem Duft einfach wirklich schön gemacht. Und deswegen glaube ich auch für alle Fans von eben solchen Düften, von gemorndigen, würzigen, orientalen, auf jeden Fall Empfehlung wert. Darüber hinaus ist es im Duftverlauf aber so, dass wir dann einen relativ stringenten Duftverlauf haben. Das, was man am Anfang riecht, wird man auch am Ende etwa riechen. Er wird eben ein bisschen flacher, er verliert so ein bisschen diese Fruchtigkeit oder diese austarierte Fruchtigkeit und wird am Ende so ein Mischmasch aus vielem irgendwie. Ist jetzt aber genauso, wie ich es erwartet hätte, sage ich einfach mal. Ne? Also jetzt keine Überraschung. Ich glaube, das ist einfach auch das, wie der Skandal so projiziert. Der wird ja im Duftverlauf, glaube ich, auch ein bisschen herber irgendwie. Das hat er hier jetzt gar nicht mit drin, auch gar nicht so wehtig mehr trocken irgendwie. Das hat er nicht mit drin. Finde ich so deswegen all in all auch im Duftverlauf vielleicht ein bisschen schöner, massentauglicher, geborgener und weicher. Was die Haltbarkeit und Intensität des Duftes angeht, kann man auch nur sagen, das ist ein Duft wie der Skandal auch. Intensiv, stark, projizierend. Er klebt auf der Haut, er klebt auf der Kleidung. Du bekommst den Duft nicht ab. Und ich hatte das bei dem Originalen ja schon damals gesagt. Ich finde, das ist einer der intensivsten Designerdüfte von Jean Paul Gaultier, die du finden kannst. Es ist hier wieder genauso. Ich würde sagen, vielleicht noch ein bisschen intensiver. Ich würde sie beide in die Kategorie Beast Mode oder intensiv, zumindest starke, intensive Parfums, würde man vielleicht sagen, packen. Mach dir hier keine Sorgen, du kommst über einen Tag drüber. Mach dir eher Sorgen, dass du zu viel aufsprühst, als dass du hiervon zu wenig aufsprühst, weil die Projektion hiervon ist auf jeden Fall gegeben. Und auch das ist ein guter Punkt. Du bekommst hier ein sehr gutes Gesamtpackage. Meine gesamte Meinung über den Duft ist eigentlich ziemlich positiv. Ich finde ihn gut gelungen, ich finde ihn sehr rund, ich finde ihn besser als das Originale. Auch durch die Vielfalt, die Frische, die Fruchtigkeit damit drin, einfach auch ein bisschen ansprechender für mich. Und deswegen vielleicht, falls du ein Fan von der Skandalreihe bist, die größte Empfehlung, diesen Duft mal zu testen. Aber auch natürlich, falls du solche Düfte wie Le Male Elixir zum Beispiel magst, mal einen Blick wert. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, das ist jetzt wirklich der Blog persönliche Meinung, er ist nichts für mich. Ich weiß nicht wieso, irgendwas stört mich an dieser gesamten Skandalreihe immer so ein bisschen. Das war beim Originalen auch schon, deswegen habe ich ihn dann damals verkauft. Hier auch. Irgendwie ist da irgendeine Duftnote mit drin, die so ein Störfaktor ist. Dieses Karamellige da vielleicht irgendwie. Ich finde das so ein bisschen arg synthetisch und ein bisschen arg aufdringlich. Das ist nichts für mich. Wie gesagt, das ist jetzt nicht schlimm. Ich bewerte diesen Duft deswegen auch nicht schlechter. Wie gesagt, das ist nur eine persönliche Präferenz. Aber ich glaube, dass er nicht für alle was sein würde. Und auch gerade, falls du eben Honig gelesen hast und als großer Naxos-Fan irgendwie dann auch sagst, ja, mal vielleicht einen Blick wert, glaube ich, dass, wenn du Nischendüfte gewohnt bist, du hier vielleicht ein bisschen enttäuscht wirst. Deswegen kein Blindkauf für Naxos-Fans. Könnt ihr auf jeden Fall testen. Kann euch gefallen, muss es aber nicht und für mich jetzt kein Duft, den ich so haben muss. Auch keine Neuerfindung der Welt, aber so all in all einfach gut gemacht. Schreib mir mal gerne in die Kommentare, ob du diesen Duft schon testen konntest und was du von ihm denkst. Jetzt wird ja gerade Sommer, vielleicht die schlechteste Jahreszeit für diesen Duft, aber ich glaube jetzt Richtung Herbst und Winter 2024 auf jeden Fall eine Empfehlung, die man aussprechen kann. Ja, schreib mal gerne deine Erfahrungen damit in die Kommentare. Danke dir fürs Zuschauen, like gerne das Video, falls es dir gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal.